Wir kommen nun zu den Punkten 6 bis 8 der Tagesordnung. Tagesordnungspunkt 6 bis 8. Hiermit sollen EU-Vorgaben im Arbeitnehmerinnenschutzgesetz sowie im Mutterschutzgesetz berücksichtigt werden. Unter anderem geht es bei der folgenden Novelle um eine Anpassung der Terminologie, was gefährliche chemische Arbeitsstoffe betrifft, sowie die einheitliche Kennzeichnung von Behältern und Lagerräumen für derartige Stoffe und Gemische. Anstelle der bisherigen 9 Gefahrenmerkmale für gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe soll es künftig 10 Gefahrenklassen geben, die die Anwender exakter als bisher über mögliche Gefährdungen wie Organschädigungen informieren. Mitbehandelt wird hier ein Antrag der NEOS betreffend sozial- und arbeitsrechtliche Absicherung von Eltern bei Fehl- und Totgeburten sowie ein Antrag des Teams Stronach, das sich ein Anti-Mobbing-Gesetz wünscht.